So, laut Aussage, dann bin ich am Dödel und dann mache ich aber das und dann bin ich dann da und dann bin ich da und dann bin ich da und dann bin ich da und bin ich da und dann bin ich ja online und dann bin ich hier und dann bin ich da und dann bin ich Le dernier hier. soleil. Und hier bin ich da. Nee, hier. So, Moment. Ja, die Vorschau aus. Macht bei mir mal die Musik etwas leiser, weil die mir unheimlich ins Ohr brüllt. So, und möchte euch dann quasi ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Stream am Freitag mit eurem Buddy Batool. Heute das Thema Original versus Mini. Ich rede jetzt nicht von den Original-Steinofenpizzen von Wagner, sondern ich rede von den Konsolen und Computern, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Ich begrüße alle hinzugeschalteten Zuhörer und Zuschauer. Ich habe hier ein bisschen was aufgebaut. Diese Konsole steht leider Gottes nur zur Zierde da. Denn ich habe jetzt, wie man wahrscheinlich da hinten sieht, meinen ganzen Engel ausgekramt, habe aber das Netzteil leider Gottes nicht gefunden, das Licht hier irgendwo. Ja, und begrüße euch zu der Diskussion Original versus Mini und was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Wir zocken noch ein bisschen auf diesen kleinen Konsolen, dann habe ich mir ein bisschen was hingelegt. Ich finde es leider Gottes schade, dass ich das Netzteil nicht gefunden habe, sonst hätte ich nämlich gern noch von dem NES gerne was gespielt, aber leider, leider. Ich weiß nicht, wie lange der Stream heute geht. Verschulden auch mit der Hitze, die es momentan gibt. Draußen sind es gefühlte 50 Grad, hier drin bei mir in der Bude 120. Ich komme mal vor wie in einem Backofen. Selbst der Ventilator, der da hinten steht, schafft es nicht ganz, mich zu kühlen. Da müsste ich hier noch einen Ventilator hinstellen und mich von beiden Seiten kühlen lassen. Das ist Wahnsinn. Muss auch ein bisschen die Dings im Auge behalten, das Wetter im Auge behalten. Ist das zwar schönes Wetter, aber sollte es anfangen zu regnen, müsste ich rein theoretisch in das Bad springen und dann das Fenster zumachen. Das habe ich aufgemacht, dass wir hier ein bisschen Durchzug haben. So, um was geht es heute? Wir reden halt ein bisschen über die Geschichte, beziehungsweise nicht die Geschichte, sondern eher so über das. Macht es Sinn oder macht es weniger Sinn, Mini-Konsolen rauszubringen? Was ist der Vorteil von so einer Mini-Konsole? Was ist der Nachteil von so einer Mini-Konsole? Und oder, wie es andere Leute sagen würden, Sinn oder Unsinn einer Mini-Konsole? Ja. Die erste Mini-Konsole, die ich persönlich betroffen habe, beziehungsweise die ich persönlich schon gesehen habe, wir können dann gerade, warte mal, wir können doch eigentlich hier, das ist er wahrscheinlich nicht. Moment, ich muss gerade gucken. Ich habe nämlich vergessen, habe ich gerade gemerkt, die Lieder rauszuhauen. Mache ich mal als allererstes. Ja, Error Track Lading ist ja klar, weil ich das Programm noch nicht aktiviert habe. Guckt schon noch keiner zu. Da kann ich ja ruhig mal hier ein bisschen starten und dann sagen, okay. Jetzt habe ich es. Gut. Wo mache ich es am besten hin? Hier, vor meiner Brust. Da kann man es besser sehen, was hier läuft. Gut. Ja, ich würde es wahrscheinlich hier in den Ecken reinpacken. Da ist es einigermaßen gut. Ja, mein Logo sollte ich dann vielleicht noch hier irgendwo hinpacken. Logo. So, das Logo packe ich dann hier oben hin. Da ist es gut. Da passt es gut hin. So. Womit hat das Ganze angefangen? Ich hau jetzt wieder mein Insiderwissen raus, das wahrscheinlich absolut keinen Sinn macht. Das heißt, bevor jetzt irgendjemand hingeht und sagt, der Alte labert ja nur noch Scheiße, wie ich es mitbekommen habe. Man darf natürlich gerne dann in die Kommentare unten drunter schreiben oder in den Chat schreiben, was man auf. Du hast jetzt gerade unheimlichen Bullfrog erzählt. Es war eigentlich ganz anders, dann ist es okay. Was ich mitbekommen habe, die Mini-Konsolen haben eigentlich ihren Ursprung noch weit vor
den NES und Super Nintendo Mini-Konsolen. Denn da gab es China- und Pearl-Konsolen, die Mini waren und eine gewisse Anzahl an Spielen beinhalteten, die PC-Browser-Games unheimlich ähnlich sahen oder den Handy-Apps unheimlich ähnlich sahen. Was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, das sieht nämlich einigermaßen, manche Spiele sehen einigermaßen gut aus, andere Spiele, wenn man bedenkt, ja, das auf sowas zu implementieren, also auf sowas Kleines zu konvertieren, finde ich schon nice gemacht. Dann habe ich, als ich die Mini-Konsolen gesucht habe, bei Amazon einen Game Boy gefunden. Also, das heißt Game Boy, er wird nicht als Game Boy gelistet, sondern als Retro-Mini-Konsole mit, ich glaube, 598 Spielen, glaube ich. Hat aber den Look eines Game Boys, wo ich sage, okay, gut, aber es ist kein original Game Boy, denn die Spiele kenne ich so nicht. Müsste mal in meinem Buch gucken. Ich habe das Buch jetzt, das Buch da. Ich hab das Buch sogar da. Ich habe die Bücher sogar da. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ja, hier. Ich habe mich da so ein Spiel gelesen, Unlock. Aber das gibt es ja hier zum Beispiel. Gucke ich mal ganz kurz. Das gibt es hier, glaube ich, nicht. Nein, dann gehen wir mal auf die Game Boy Color Variante über. Da gibt es auch kein Unlock. Nein. Also gehen wir wieder zurück auf die Game Boy Variante. Und dort gibt es auch kein Unlock. Also es sind wieder Spiele, die man eigentlich quasi vom Browser her kennt, beziehungsweise von dem Spielewelten oder Spiel Deutschland oder Deutschland spielt mit oder Spiel mit oder keine Ahnung, diesen Webseiten, auf denen man quasi Browser-Games spielen kann. Oder diese Handy-Apps, die man sich zur Not runterladen kann. Und da findet man solche Spiele. Dann gab es ja diese Raspberry Pis quasi, die rausgekommen sind, die emulierten, beziehungsweise wenn man da einen Emulator draufgeladen hat, konnte man alle möglichen Spielekonsolen emulieren, ein C64, ein Amiga, ein Mega Drive, ein Master System, ein NES, ein Super Nintendo, ein Nintendo 64, PlayStation, PlayStation 2 und. Also unheimlich viel auf diesen Raspberry Pi, wo man emulieren kann. Soweit ich weiß, wie gesagt, sollte ich hier wieder Scheiße erzählen, kann man das lieben gerne mir in die Kommentare posten. Gar kein Thema. Und dann hat Nintendo es versucht, die Nintendo-Spiele durch das Let's Play scheinbar, dass viele damals, als die Let's Play-Szene rauskam, haben ja viele NES-Spiele gespielt und Super Nintendo-Spiele und daraufhin hat dann Nintendo wahrscheinlich, so ist es meine Vermutung, wie Nintendo Workshop die Idee gekommen ist, sowas zu machen, kann ich nicht sagen. Aber ich vermute jetzt einfach mal, Nintendo hat sich gesagt, Alter, gucke mal, die spielen eine ganze Menge NES-Spiele. Die spielen die Mega Man-Spiele, die spielen die Mario-Spiele, die spielen die Ninja Gaiden-Spiele, die spielen die Zelda-Spiele und alles auf NES. Lass uns das NES wieder neu aufleben in einer kleineren Variante. Gut, so ist das NES Mini entstanden. Die kleinere Schwesterversion, Bruderversion dieses NESs. Ich habe hier die Originalkonsole. Die original große Konsole, die auch mit den richtigen Cartridges läuft. Also mit diesen hier. Und das wollte ich ursprünglich spielen. Leider Gottes ging es nicht. Leider Gottes hat, wie gesagt, mein Netzteil ist nicht auffindbar gewesen. Und das Netzteil vom Super Nintendo da anzuschließen ist nicht drin. Denn mein NES verweigert dann den Dienst. Ich hoffe mal, dass ich das NES nicht dadurch geschossen habe und dadurch kaputt gemacht habe. Aber ansonsten, ja. Irgendwo muss das Netzteil liegen. Ich weiß leider Gottes nicht wo. Wenn ich es wüsste, würde ich es ja gerade auf die Schnelle gerade suchen. Aber ich weiß es leider nicht. Und weil ich es nicht weiß, kann ich es auch nicht sagen. Es sollte eigentlich auch hier irgendwo in der Nähe liegen. Denn das würde eigentlich Sinn machen, da ich das NES eigentlich, das NES damals hier gespielt habe und eigentlich das Netzteil nicht weit weg sein kann. Gut, kann und ist sind nur zwei unterschiedliche Paar Welten, beziehungsweise zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Man merkt, das Netzteil dieses NES habe ich leider nicht da.
Wenn ich garantiert irgendwann mal meine Bude aufräume, sollte ich dann wirklich doch mal tun, dann werde ich es auch garantiert irgendwann mal finden. Okay. Der Erfolg des NES Minis war gewiss, der Controller gleicht dem Original-Controller, nur mit einem anderen Anschluss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Controller, der hat ein richtig geiles Feeling. Die Frage natürlich, würde ich mir eine Mini kaufen oder würde ich mir eine Originalkonsole kaufen? Definitiv die Originalkonsole. Auch da wieder das Original. Keine Mini-Version. Wenn die Frage da steht im Raum, warum keine Mini-Version? Ganz einfach. Die Mini-Version ist für mich nichts anderes als so eine Art Raspberry Pi. Ein Emulator, der quasi ein NES emuliert mit... keine Ahnung, wie viel spielen. Ich weiß auch nicht, ob ein Emulator, also ob Spiele nachgeladen werden können auf so einem Emulator, auf einem NES-Emulator. So, und der Erfolg des NES-Emulators war so klasse und so geil, dass sie irgendwann gesagt haben, pass mal auf, das NES hat sich verkauft wie geschnitten Brot, das haben sich verkauft wie fließend Wasser. Das werden wir wiederholen, und zwar mit dem S, mit dem NES, SNES, mit dem Super Nintendo Entertainment System. Und ja, ich werde jetzt mal im Hintergrund ein bisschen die Demo laufen lassen, beziehungsweise werde das Spiel mal ganz kurz anteasern, während ihr quasi hier das ein bisschen seht. Ich werde versuchen, dass ich hier dann ein bisschen das im Hintergrund laufen lasse, also bei euch hier, bei mir da. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob ich das Bild ein bisschen strecken kann. So. Ja, ich muss das Bild dann ein bisschen jetzt anpassen. So. Na. Okay, nicht ganz perfekt. Nobody is perfect. My name is nobody. Und ja, wie sieht es aus? Bin ich stolz, ein SNES zu besitzen? Natürlich bin ich stolz, ein SNES zu besitzen. Und habe ich auch hier eine Liederliste? Nein. Da mache ich mal schnell eine Liederliste dabei. Mit Farbquellen abbrechen. Und zwar ein Text. Und zwar akzentierend Lieder. Und das Ding setze ich quasi ja, hier hin. Aber setze es quasi hier hinten dran. Wo ist es? Na, wo ist mein Ding? Ja. Gut. Warum habe ich jetzt so... Hä? Das ist jetzt relativ scheiße. Gut, wenn ich das aber hier unten hinsetze, wie sieht das dann aus? Ich muss mal ganz kurz googeln, wie das aussehen würde. Guckt ja noch keiner zu. Können wir ja machen. Lieder... Eigenschaften, Farbe der Schrift. Ich würde glatt behaupten, schwarz. Okay, okay. Und wenn ich es dann ein bisschen höher setze, sollte man es rein theoretisch, ja, komme ich jetzt hier oben hin, dann sollte man es sehen. So. Das SNES wurde dann später nachgemacht und wurde auch hinterher geschickt. Und da gab es schon die ersten Probleme, denn Amazon bzw. eBay hatte schon Vorankündigungen für diese Super Nintendo Konsolen, für diese SNES Minis gegeben, obwohl sie nicht raus waren. Und eBay hat irgendwie so eine 10-Tages- oder 30-Tages-Frist irgendwie, dass man... vorangekündigte Dinger, ich habe mir, also gab es riesen Tamtam damals, das weiß ich noch, dass eBay damals riesen Tamtam verurteilt hat, beziehungsweise Nintendo irgendwie was da, da war was gewesen. Wegen diesen ganzen, ja, wegen den ganzen Vorverkaufsdinger, dass man das SNES Mini vorverkaufen konnte auf eBay, dann haben die gesagt, ja, so und so, und dann haben die gesagt, nee, das ist scheiße. Also irgendwie war das halt gewesen. Ich kenne die Story nicht ganz, müsst ihr mal bitte googeln. Konflikt Super Nintendo Mini und eBay. Da gab es irgendwie einen Konflikt, beziehungsweise da irgendwie ein Missverständnis, ein kleiner Ärger.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich mache. Ich kann auch in 20 Minuten sagen, ich habe keinen Bock mehr, beziehungsweise ich kann nicht mehr. Werden wir uns da ein bisschen gleich dran hocken und das Ganze ein bisschen machen. Ich werde ein bisschen zuerst erzählen und dann euch quasi vielleicht ein bisschen die Spiele zeigen. Leider Gottes ist keiner im Stream. Ich habe auch ein bisschen früher angefangen wie normalerweise. Wie gesagt, ich bin total im Eimer. Ich bin total fertig. Ich habe überlegt, diesen Stream abzubrechen und zu sagen, ich mache den nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich körperlich so dermaßen im Eimer bin. Aber habe mich dann doch dafür entschieden, das zu machen, weil ich dachte, ja, ich kann euch ja nicht einfach da so sitzen lassen. So. Ich muss auch eine Tablette nehmen. So, das SNES Mini. Damals, wie gesagt, gab es einen riesen Tamtam, weil eBay irgendwie diese Vorankündigung oder Vorverkauf-Dinger, da wurde Geld bezahlt für die Ware, die dann nie gekommen ist, beziehungsweise da wurde ein riesen Reibach gemacht. Viele Leute haben sich halt beschwert, dass die Leute halt sofort das Geld haben wollten, ohne dass die Ware gekommen ist und so. Wenn ich es richtig verstanden habe, so war es, glaube ich, gewesen. Wie gesagt, wenn ihr die richtige Story kennt, sagt der Patrick, das war gerade scheiße, was du erzählt hast, das ist okay. Und ja, ich habe das so am Rande halt nur mitgekriegt und deshalb dachte ich mir, ja. Der Einzige, der das machen darf, ist, glaube ich, Amazon, der diese Vorankündigung machen darf. Und ja, ich freue mich, dass ich die Originalkonsolen habe. Auch das Super Nintendo habe ich quasi zu einem Schnapper bekommen. Mit 5 Spielen habe ich dieses Super Nintendo für sage und schreibe 20 Euro bekommen. Wo ich sagen muss, Alter, das ist Porno. Gut, es waren keine Controller dabei. Netzteil war, glaube ich, dabei. Ja, Netzteil war dabei. Aber kein Videokabel und nichts. Und die Controller hier, die ich hier zeigen kann, also die ich hier zeigen werde, sind die Controller, die ich schon früher hatte. Das sind No-Name-Controller, also ein Third-Part-Controller, also von einem dritten. Wo ich sagen muss, die liegen ziemlich gut in der Hand, die lassen sich sehr gut spielen, also da ist gar kein Thema. Da kann man ein bisschen gut zocken. Es sind leider nicht die Original-Controller, selbst die Original-Controller kosten, glaube ich, heute noch 60 Euro. Was ich für Controller, ehrlich gesagt, extremst finde. Für Controller. 30 Euro würde ich sagen, okay, gut, das ist in Ordnung für einen Controller, aber 60 Euro für Controller finde ich doch ein bisschen happig. Gut, wie gesagt, ich kaufe hier diese Originale nicht, also ich kaufe diese Controller nicht. Ich habe jetzt 2 Controller, die reichen ja im Großen und Ganzen. Und jetzt werde ich mal ganz kurz das Spiel wechseln, damit ihr quasi auch mal ein anderes Spiel seht. Und dass ihr auch seht, dass ich auf der Originalkonsole das quasi abziehe. Ein Spiel, das ich zu den 20 Euro Spielen dazu bekommen habe, war selbiges, also Nintendo. Und Secret of Mana. Das war eigentlich quasi das Original. Also es gab ja diese Neuauflage von der PlayStation 4 mit neuerer Grafik an drum und dran. Ich bin ehrlich gesagt nicht so verfechter dieser Neuauflage von verschiedenen Spielen. Und die Originale waren schon gut. Die Neuauflagen, eine bessere Grafik, haben ihre Berechtigung, haben ihr Dasein. Und ja. So, es gibt den Wunsch vieler Leute, die da stehen und sagen, ja, wir würden gern ein Nintendo 64 Mini haben, da das, soweit ich weiß, momentan noch nicht in Arbeit ist, präsentiere ich euch das Nintendo 64 auch nicht, davon abgesehen. Auch da bei der Super Nintendo wieder die Frage, würde ich mir das Mini holen mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das Mini hat. Es gibt das SNES Mini auch nur mit einer bestimmten Anzahl von Spielen. Inklusive Star Fox 2, was offiziell nie veröffentlicht wurde. Wo ich ganz ehrlich finde, geil.
Ja, auch da wieder die Frage, würde ich mir das SNES Mini holen, nur wegen diesem Star Fox 2? Nee, nicht wirklich. Das SNES habe ich für 20 Euro gekriegt, Spiele kriege ich recht günstig für 20, für 5 bis 10 Euro oder sogar höher. Klar, namenhafte Spiele wie Metroid oder Mario, da werde ich auch ein bisschen mehr bezahlen müssen, oder Zelda, da bezahle ich dann mehr, das ist richtig, aber trotzdem. Die gängigen Spiele wie Soccer, Super Soccer, Super Tennis, Pilot Wings oder so, die kriegt man in der Regel zwischen 8 und 10 Euro. Also die kriegt man schon recht günstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, deshalb, es lohnt sich eigentlich nicht hinzugehen und sich, also für mich lohnt es sich nicht hinzugehen. Und so ein Super Nintendo Mini zu kaufen. Ja, ich hatte das Original, deshalb, ich habe für das Original nur 20 Euro bezahlt. Warum soll ich nochmal 100 Euro hinlegen, um eine Emulation zu bekommen von der Konsole, die ich eigentlich schon besitze? Auch eine ganz gute Frage. So, dann habe ich gehört, ist eine Veröffentlichung, also eine Ankündigung gekommen für das Mega Drive Mini. Auch da habe ich wieder das Original hier bei mir an meiner Seite. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich liebe das Sammlerparadies. Das Sammlerparadies liegt mir immer kleine Süßigkeiten in mein Case. So. So, und da ist ja demnächst ein, also da die Ankündigung ja schon gemacht wurde. Habe ich vielleicht Signaldinger vertauscht? Okay, ich habe ein Problem gerade, neulich. Jetzt, dann werden wir das Ganze einfach nochmal ändern. Scheinbar habe ich mit diesem Ding ein Problem. Und würde sagen, ja, mein Freund. Ja, ändern wir das Ganze kurz mal. Wir schalten das Super Nintendo aus. Das war aber jetzt recht flott. Hoppala. So, bin auf die Plus-Minus-Taste gekommen, auf die Start-Taste gekommen, Entschuldigung. Ja, irgendwie, was natürlich jetzt auch sein kann, ist, dass bei mir... Ne? Verstehe ich jetzt nicht, warum bei mir jetzt das Mega Drive nicht geht. Ja, das sind solche Sachen. Ayan. Schnauze, Patrick, ich weiß. Ja, ich versuche gerade rauszukriegen, warum ich kein Videosignal habe. Das ist aber das Videosignal von meinem Mega Drive. Gehört zu meinem Sega Mega Drive. Ja, leider gut, das kann ich euch da nicht viel zeigen. Ich wünschte mir, ich könnte euch was zeigen. Aber mein Mega Drive meint, es hätte andere Pläne mit mir. Ja, mein Mega Drive hat komplett andere Pläne mit mir. Moment. Wenn wir es aber auf die alte Werte machen, warte mal, da bin ich ganz doof. So. Und die Ankündigung ist ja schon gemacht worden, weil ich ja gerade im Satz weitermachen kann. Ja,
Die Ankündigung ist ja schon gemacht worden. Du kannst dein Leben zeigen. Was? Ich höre schon auf. Ach, Jan. Da haben wir es doch. Stopp. So, gehen wir daher. Dann zeige ich euch, dass Mega Drive quasi das demnächst ebenfalls an einer Mini-Version rauskommen soll. Ich bin total am Eimer. Und angekündigt wurde es schon, das Mega Drive Mini, auch wieder mit ein paar Spiele. Und das ist natürlich die Frage, was ist es mit diesen ganzen Konsolen, wenn man da jetzt die Vor- und Nachteile einer Mini-Version nehmen würde? Was ist da die Vorteilversion einer Mini oder die Nachteilversion einer Mini? Fangen wir mal mit der Vorteilversion einer Mini an, die ich mal vorweg sagen kann, es ist platzsparend. Das ist mal vorneweg. So eine Mini ist in der Regel, sagen wir mal, ein Viertel oder sogar ein Siebtel, Achtel größer, kleiner als das, also 1 zu 8 ungefähr, also ein Achtel von der Originalkonsole. Ungefähr ein Viertel oder ein Achtel, kommt auf die Größe der Konsole an, wie sie halt gemacht wurde als Mini. Das ist Punkt 1, sie ist also platzsparend. Punkt 2, man versucht die Originalcontroller für die Konsole zu verwenden oder zu anzufertigen, was ich ganz toll finden würde. Und sorry, ich bin momentan am Kämpfen, dass ich ein bisschen bei Verstand bleibe. Und natürlich der ganz, ganz große, im Gegensatz zu einem normalen, sage ich jetzt mal, zu einer normalen Konsole, es hat einen HDMI-Ausgang. Das bedeutet, das Bild ist ein bisschen besser, es ist schärfer. Also die Wände. Jan hat ja schon die Frage beantwortet. Habe ich die WM geschaut? Nee, habe ich nicht. Aus dem ersten Grund, weil ich nichts vom Fußball halte. Ich halte wirklich nichts vom Fußball. Ich bin, glaube ich, der einzige Mann auf der ganzen Welt, der dem Fußball am Arsch vorbeigeht. Und zweitens haben wir eh verloren, soweit ich weiß. Ich habe nämlich nur ein einziges Mal uns hupen gehört und dann nie wieder. Ich denke, wir haben verloren. Ja. Aber weiter zu den HD, zu den Minis und zu der Originalausgabe der Konsolen, auch beim C64. Natürlich durch das HDMI haben wir alle gängigen Fernseher, alle neuen Fernseher quasi, die wir nutzen können, weil ich sagen kann, die alten Konsolen an neueren Fernsehern anzuschließen, ist mit einem Konverter, den ich jetzt zum Beispiel hier habe, den ich jetzt hier gerade nicht habe, den ich jetzt hier habe, möglich, indem wir hier die drei Chinch-Anschlüsse und hier das HDMI-Ausgang haben und dann quasi darüber unsere alten Konsolen an einen PC, also an einen Fernseher anschließen können, der mit HDMI-Ausgang, Eingang abgelegt ist. Und ja, im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Also der Mini hat im Gegensatz zu dem Originalen gleich diesen HDMI-Ausgang, was ganz toll ist. Was aber, wie gesagt, man hat halt nur ein Mini. Man hat eine Emulation dieser Originalkonsole. Und da das Mega Drive Mini angekündigt worden ist, bin ich mal gespannt, was für Spiele auf der Mega Drive Mini rauskommen werden. Ich habe es nur so am Rande mitgekriegt. Bei Amazon ist es noch nicht vorbestellbar, also ich habe es noch nicht gesehen. Was ich aber auch weiß, ist, dass ein Apple II Mini rauskommt, also ein Apple Mini rauskommt. Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Ich habe zwar ein Apple hier stehen, ein Macintosh, aber das ist kein Apple II. Und deshalb kann ich mir das halt, ja, kann ich darüber nichts sagen. Es soll auch, so ist es mal geplant, von einem Jaguar, soweit ich es weiß, oder von einem Neo Geo. Ich glaube, Neo Geo war es gewesen, nicht Jaguar, Neo Geo war es, glaube ich, gewesen. Ist auch eine Mini-Version geplant.
Die würde ich jetzt sagen, würde ich mir schon eher angucken, denn wenn ich mir so eine Neo Geo, wenn ich mir so eine Neo Geo Version anschaue, muss ich schon so sagen, die ist, glaube ich, recht teuer. Glaube es. Die Cartridges, Neo Geo ist ja quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man mich auch wieder gern eines Besseren belehren, ist doch die Umsetzung der Konsolen, der Arcade-Konsolen, die in den Spielhallen gestanden haben, quasi die 1:1-Umsetzung für zu Hause. Das heißt, man hat riesige Module, die sogar zwei Platinen haben, um diese richtig pornomäßige Grafik rauszuhauen. Und ja. Also ist im Großen und Ganzen eigentlich, muss ich sagen, keine schlechte Idee, dann mir so eine Mini zu organisieren, die, sage ich jetzt mal, 100 oder 200 € kostet, bei denen wieder, sage ich mal, circa 20 Spiele dabei sind oder 40 oder keine Ahnung wie viel, weil das würde sich jetzt wieder für mich lohnen, weil ich, wenn ich dann denke, was so eine Neo Geo AES kostet, da gibt es ja auch verschiedene Versionen, soweit ich weiß, AES, AGS und NVC und keine Ahnung. Es gibt so verschiedene Begriffe von diesen Neo Geos. Und ja, da weiß ich ja, dass ich mir dann wahrscheinlich davon die Mini-Version holen würde. Weil das wäre dann im Gegensatz zu diesen Konsolen günstiger. Wie gesagt, wenn ich dran denke, dass ich einen Nintendo, einen Super Nintendo für circa 100 € kriege mit Spiele und ich habe für dieses Super Nintendo mit 20 Spielen, mit 5 Spielen 20 € bezahlt. ADHS, ja, genau. Denn das ADHS ist was anderes, das heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Hat was mit hibbeligen Kindern zu tun. Früher hatte man dazu was ganz anderes gesagt. Früher hatte man irgendwie Aufmerksamkeit. Ja, halt, unruhige Kinder gesagt. Aber heute muss man ja das Ding ja ADHS nennen. Früher sagte man unbegabt, heute sagt man ADHS. Ja, hat aber nichts mit den Konsolen zu tun. Und würde ich mir, wie gesagt, würde ich mir so eine Neo Geo holen? Ja, das würde ich mir. Würde ich mir eine Mega Drive Mini holen? Nein, würde ich mir nicht. Weil ich habe das Mega Drive zu Hause. Auch wenn das Mega Drive Mini, sage ich mal, für den Preis diese ganzen Spiele dabei hat, ist es eigentlich schon ein Schnäppchen. Ja, aber das ist das, was ich immer sage. Ich möchte gern diese Originale haben. Ja, ich weiß, sagte mir die Leute früher. Hab dafür eine Tablette bekommen. Nee, ich bin zum Psychologen geschickt worden und der hat gesagt, ich bin ganz in Ordnung. Also, der Psychologe hatte auch ADHS. Wunderbar. Ich wollte noch eine andere Cartridge. Ich habe nämlich noch eine zweite Cartridge, das weiß ich. Bin ja nicht bescheuert. Ach, Mann. Habe ich die jetzt da hinten liegen? Ja. Einen Augenblick bitte, bin sofort wieder. Moment, was ist? Da. So, und schon wieder back in the business. Obwohl ich eigentlich Quatsch, ich brauche gar nicht da hinten hinzulaufen, denn ich hatte ja das da liegen. Ha, warum bin ich hier hinaus gelaufen? Keine Ahnung. Außerdem würde ich das bei einer Mini-Konsole vermissen. Immer mit Stäbchen oder solche Konsolen zu pusten, das würde ich definitiv vermissen. Deshalb, eine Mini-Konsole würde ich mir nicht organisieren. Man kann natürlich sagen, kann man natürlich sagen, würde sich eine Mini-Konsole lohnen im Gegensatz zu einer Original-Konsole. Der einen Seite, wie gesagt, ja, durch das HDMI-Ausgang, dadurch, dass es platzsparend ist, man hat nicht die ganzen Spiele in diesen großen Cases quasi rumliegen. Also das ist dann schon ein bisschen doch, das sind nur jetzt drei Spiele.
und das ist schön handvoll, und für diese Handvoll kriege ich eine Konsole inklusive, sagen wir jetzt mal, 50 Spiele. Deshalb. Ich müsste mal gucken, was an dem... Obla, jetzt habe ich meinen Monitor ausgeschaltet. Wunderschön, Patti, das war super. Ja. Also müsste ich mal gucken, was, wie viele Spiele da auf der Konsole drauf sind. Dann machen die ja mal diesen wunderschönen Controller nach. Viele haben auch schon gesagt, die Controller im Großen und Ganzen sind ziemlich okay. Ja. Aber ja, wie gesagt, aber ich möchte lieber die Original-Controller haben. Weil wenn ich hier auseinander bastle, dann werde ich auch, was ich daran habe. Ja, im Großen und Ganzen bin ich mal gespannt, was noch als Mini rauskommen wird. Weil, wie gesagt, das Apple II soll ja schon als Mini rausgekommen sein, beziehungsweise soll als Mini rauskommen. Dann das Nintendo 64 wünschen sich viele. Wird wahrscheinlich die logische Schlussfolgerung sein, nach der Super Nintendo, dass Nintendo 64 rauszuhauen auf den Super Nintendo. Wäre eigentlich dann eine Option. Sind wir den C64 Mini? Ich habe den C64 jetzt extra hier nicht aufgebaut gelassen, weil ich ja den C64 eher als Hauptthema auf meinem Kanal habe. Deshalb. Und ich kämpfe gerade ein bisschen, Freunde, tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen mit mir am Kämpfen. Wie gesagt, draußen sind gefühlte 50 Grad, hier drin sind 120 Grad. Ich habe den Ventilator auf volle Stärke stehen. Und dann habe ich hier noch einen Monitor, der Wärme produziert. Ich habe hier noch einen Monitor, der Wärme produziert. Hier einen Rechner, der Wärme produziert. Also ich sitze quasi hier in einem Backofen. Ich habe hier noch schön mein wie sagen wir dazu? Treibhaus. Und deshalb, wenn heute der Stream nicht lange geht, tut es mir leid. Ich werde morgen beim Trickster-Stream sein, da weiß ich auch nicht, wie lange ich... Ich hoffe, dass ich da mit dem dabei bin. Ich weiß nicht, wie lange ich dabei bin. So. Und das Gute, was ich jetzt mitbekommen habe, sind Mini-Konsolen, um nochmal auf die Minis und die Originale zurückzukommen, ist das jetzt bei dem Mega... Na, C64 Mini ist die Möglichkeit besteht über den USB-Port, wo man auch den Joystick anwählen kann, dass man über den USB-Port eigentlich noch einen USB-Stick dran machen kann, mit jeweils momentan einem Spiel, dass man dann im Nachhinein dann quasi in den C64 hineinlädt, was ich eigentlich ganz cool finde. Auf der anderen Seite, ja, unterstützt das, soweit ich es bis jetzt weiß. Ich weiß nicht, ob sie das schon geändert hat, ob die schon eine Firmware gemacht haben, dass das quasi mehrere Spiele über diesen Stick unterstützt. Aber was ich bis jetzt weiß, ist einfach nur, dass ein Spiel unterstützt wird. Nicht mehr. Ich kämpfe unheimlich. Ich werde, glaube ich, jetzt noch 20 Minuten machen und dann werde ich aufhören. Es ist momentan extremst bei mir. Ich bitte um Entschuldigung. Wie gesagt, ich sitze hier in dem richtigen Backofen. Und mein Wissen über diese Minis beziehungsweise die Originale, ja, da kann ich auch nicht besonders viele raushauen, leider. Aber trotzdem, ich werde den Stream habe ich auch verdammt früh angefangen. Weil ich wollte gucken, A, wie viele Leute kommen, B, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. So, lassen wir das mal im Hintergrund ein bisschen laufen. Wir können ja zwischen diesen drei Spielen mehr schalten. What, you don't like music? I come for you soon. Go live in fear. Ich bin total fertig. Ich bitte jetzt schon mal Entschuldigung, dass ich diesen Stream gleich abbrechen werde. Ich bin einfach total fertig. Ich habe zwar heute eine Zeit lang geschlafen,
Aber es ist einfach diese Hitze, die mich momentan fertig macht. Deshalb, ja, tut es mir halt leid, dass ich momentan sagen muss, der Stream wird gleich beendet. Ich bin total fertig. Tut mir leid. Ich wollte mich eigentlich ursprünglich eher darauf vorbereiten, aber ja, um das jetzt zu erklären, ich konnte jetzt momentan im Urlaub aus Gründen, die ich nicht verstehe, nicht wirklich abschalten. Ich konnte nicht richtig entspannen. Hat vielleicht auch mit dieser Baustelle vor unserer Haustür zu tun, also vor meiner Haustür. Weil die schmeißen mich morgens mit Zeiten immer raus. Entschuldigung. Ich bin auf der einen Seite richtig froh, wenn ich nächste Woche wieder arbeiten gehen darf. Und da habe ich wieder mein geregeltes. Ja, Schlussresümee dann quasi jetzt mal, weil wir haben ja ungefähr 20 Minuten, also noch 19 Minuten haben wir noch. Welche dieser drei Konsolen ich eigentlich am besten finde? Für mich das Mega Drive. Aus einem ganz einfachen Grund, wegen der Grafik, wegen dem Sound und wegen dem Gamepad. Das liegt sehr gut in der Hand. Für mich ist Sega momentan wirklich eins der besten Konsolen überhaupt. Super Nintendo und NES haben immer durch Gameplay gesiegt, so wie der C64. Aber ich fand immer halt das Mega Drive und das Master System um Längen besser. Und wenn jetzt einige fragen, ja, warum hast du das Master System nicht hier stehen? Das Master System gibt es noch nicht in der Mini-Version. Das soll erst später wahrscheinlich eventuell kommen. Wir werden jetzt mal gucken, was das Mega Drive Mini, was das bringt. Wenn das genauso schlecht abschneidet wie sein großer Bruder damals. Weil man muss ja bedenken, dass Super Nintendo kam ja, glaube ich, jetzt zeitgleich mit dem Mega Drive raus. Und das Mega Drive war, glaube ich, ein bisschen früher. Aber trotzdem blieben sie alle gar bei Nintendo, weil Sega in meinen Augen einfach zu wenig Werbung gemacht hat. Deshalb. Muss ich ganz kurz gucken. Okay. Italia 90. Ja, wir gucken noch Italia 90 an. Das war auch ein schönes Fußballspiel damals. Wenn wir schon mit der WM gesprochen haben. Entschuldigung, Freunde, es tut mir leid. Ich bin wirklich momentan sehr, sehr am Kämpfen. Tut mir leid. Ich werde auch die nächste Zeit, werde ich glaube ich keine Livestreams mehr machen. Weil einfach das Wetter nicht wirklich das Wahre ist. Ja. Gut, die Beteiligung wäre vielleicht ein bisschen größer gewesen, wenn ich später quasi das den Stream gemacht hätte. Aber ich dachte mir, ja, wenn du schon wirklich streamst, stream so viel wie möglich und stream so lang wie möglich. Und jetzt gehe ich schon nach einer Stunde oder fast nach einer Dreiviertelstunde gehe ich ein. Das ist Wahnsinn. Wir haben es abends um 6:45. Also für die Leute, die den Stream später sehen, wir haben 6:45. Ich habe den Ventilator laufen. Ich sitze quasi nur in Unterwäsche da. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber ich sehe jetzt luftig hier. Bin todmüde. Mein Körper ist total fertig. Und es ist warm wie eine Wutz. Wie wir bei uns im Saarland sagen. Ich finde es schade, dass ich diesen Livestream nicht länger machen kann. Ich bin den ganzen Tag schon total down. Also ich habe echt überlegt, ob ich einen Twitter raushaue, dass ich diesen Stream nicht mache. Jetzt habe ich zumindest mal eine Dreiviertelstunde gestreamt, wo ich sagen kann, ja, das habe ich gern gemacht. Und ich habe meine Originalkonsolen gezeigt. Ich habe auch ein bisschen über diese Originalkonsolen und die Minikonsolen gelabert. Ja. Leider Gottes ist nicht so geworden, wie ich es gern gehabt hätte. Ich hätte nämlich auch gern, hätte ich noch
hätte ich nämlich noch liebend gern, hätte ich noch da gestanden und habe gesagt, gut, wir lassen das NES noch ein bisschen laufen. Aber, Freunde, bitte seid mir nicht böse, wenn ich gleich den Stream beende. Ihr würdet mit mir jetzt keinen Spaß haben. Ich selber habe jetzt momentan nicht wirklich Spaß an dem Stream, weil ich einfach körperlich total down bin. Nicht, weil keiner da ist. Das ist jetzt, Entschuldigung. Das hat damit nichts zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, dass ich momentan schon den ganzen Tag total körperlich down bin. Und dann esse ich ein Eis und mir bricht schon wieder der Zahn ab. Also der Zahn war ja eh nur provisorisch dran gemacht, aber bei einer Pizza bleibt er drin. Bei Lasagne bleibt er drin. Und bei einem Softeis denke ich auf einmal, ich habe die Kängurung krank. Zahn. Toll. Ja, ich hoffe, dass die AOK sich bald meldet, dass ich diesen Zahn gemacht bekomme. Das ist nämlich Wahnsinn. Natürlich wollte ich dann direkt zum Zahnarzt. Was ist? Der Zahnarzt hat um 12 Uhr schon Feierabend gemacht. Heißt am Montagmorgen zum Zahnarzt. Ja, ich vermute auch schlichtweg einfach, weil der eine Zahn sich jetzt hier rüberzieht auf den anderen, dass die jetzt den Zahn rausgedrückt haben. Es ist einfach Wahnsinn. Momentan macht dein Körper, was er will. Ja. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich den Stream nicht so lang gemacht habe. Ich werde versuchen, morgen beim Trickster dabei zu sein. Ich werde mich gleich komplett ausziehen, ins Frierfach legen und versuchen zu schlafen. Da mein Gefrierfach aber nur so groß ist, denke ich, dass ich da Probleme kriege. Und bitte um Entschuldigung, dass das Stream nicht so gelaufen ist, wie ich ihn gern gehabt hätte. Oder wie ihr ihn euch gern vorgestellt hättet. Aber ich wollte euch unbedingt noch einen Stream, einen kleinen, wenn es auch ein kleiner Stream war, raushauen. Und wenn man dann mit den Worten Schnauze begrüßt wird, ich weiß ja, es ist Spaß, aber wenn man schon down ist durch die Hitze und der ganze Kababa und dann macht so ein Wort einen noch mehr runter. Ja. Ich werde das Lied jetzt auslaufen lassen. Dann werde ich mich langsam aber sicher alles hier ausschalten. Dorthin begeben, wo meine... Oder vielleicht schlafe ich heute mal auf der Couch. Wäre mal eine Alternative. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls, es tut mir leid, dass das Stream nicht so geworden ist, wie ich ihn gern gehabt hätte. Aber leider Gottes, ich habe auch mal solche Tage. Gut, dann hätte ich so einen Stream erst gar nicht anfangen sollen. Ist schon richtig. Aber ich wollte es versuchen. Ich wollte sagen, komm Kinders, ich mach's. Ich kann immer noch aufhören. Mein Kanal, mein Stream, ich beende ihn, wenn ich ihn für richtig halte. Ihr werdet es in den Past Broadcasts sehen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Spiele spielen, aber ganz ehrlich, dafür bin ich zu down. Und ich pflanze mich gleich in die Kiste. Ich hoffe trotzdem, dass ihr weiterhin ein schönes Wochenende habt. Wie gesagt, tut mir leid, ich hätte den Stream nicht anfangen dürfen. Aber ich dachte mir, komm, laber du wenigstens ein bisschen darüber. Ich habe auch versucht, so schnell wie möglich alles rauszuhauen, was ich weiß, was ich kann. Ich werde wahrscheinlich bei vielen Sachen nochmal Bullshit erzählt haben, weil mein Wissen nochmal nur halb richtig ist. Das heißt, ihr könnt es jederzeit gerne wieder in meinen Kommentaren korrigieren. Ich bin total fertig. Das glaubt mir kein Mensch. Das wird heute definitiv nichts mehr.
Ich finde es einfach nur schade. Möchte mich entschuldigen dafür. Und würde sagen, wir sehen uns morgen bei MPOW im Livestream. Hoffe ich. Ich werde gucken, dass ich da bin. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. C64 Amiga en masse. Ja. Möchte mich halt, wie gesagt, dafür entschuldigen, dass der Stream heute so abrupt endet. Ich bin total fertig. Gutsche. Bis dann, ein schönes Wochenende. Euer Patrick Patul. Bye bye.